Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit den Updates aus der Dominikanischen Republik. Ihr habt es vermutlich schon gesehen anhand meines Titels, da steht Verlängerung. Das hat also bei weitem nichts mit Fußball zu tun, sondern es geht darum, dass ja hier unser Präsident vor einigen Tagen einen Antrag gestellt hat an den Senat und darum gebeten hat, hier unseren Ausnahmezustand, also unsere Ausgangssperre für 25 Tage zu verlängern. Der Senat hat beraten die letzten Tage und gerade eben, also ein ganz aktuelles Video, was ich jetzt gerade hier produziere, gerade eben hat der Senat entschieden, dem Antrag des Präsidenten stattzugeben und unseren Notstand, unsere Ausgangssperre im Grunde genommen zu verlängern bis zum 11. Juni. Also 4 Wochen mehr. Da habe ich mich dann gerade mal hingesetzt und habe gesagt, wow, das muss man jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen. So. Dann hockt der Uwe dann im Grunde genommen in total dann 3 Monate dann schon zu Hause. Und ich hoffe, dass es dann nicht nochmal verlängert wird, denn das ist ja schon die 3. Verlängerung eigentlich, die wir haben. So, wir haben uns ja alle schon gefreut. Eigentlich sollte das ein Ende haben jetzt hier am 17. Mai. Und wir waren alle schon in Gedanken da draußen und im Busch und wollten gucken nach neuen Höhlen, wollten tauchen gehen. Aber daraus wird jetzt wohl leider nichts. Es bleiben also dann nur unsere Träume, denn bis zum 11. Juni ist noch ein bisschen hin. Ja, ja, und so lange bleibe ich euch hier mit meinen Homemade-Videos erhalten, also da seht ihr nichts im Grunde genommen von draußen. Aber warum ist das eigentlich so gekommen? Ihr wisst, die Dominikaner haben sich nicht unbedingt so an diese Ausgangssperre gehalten. Es ist also immer so, dass abends von 17 Uhr an ja jeder zu Hause sein sollte. Und da sind die aber immer noch unterwegs. Sie wurden festgenommen. Jeden Tag immer noch ganz, ganz viele Leute im Land werden verhaftet, weil sie zwischen 17 Uhr und 6 Uhr morgens unterwegs sind. Und die Zahlen sind ansteigend bei uns im Land immer noch. Es hieß ja mal vor einigen Tagen, sie gehen zurück, aber sie sind ansteigend. Wir haben also heute, ich habe gerade eben geschaut, 11.200 Fälle, 410 Tote, Tendenz steigend, also da ist nichts abfallend. Und das ist auch der Grund, warum also jetzt der Präsident diesen Antrag gestellt hat und er wurde genehmigt. Also das sind die Gründe, weil die dominikanische Bevölkerung natürlich sich nicht unbedingt an diese Gebote hält. Ich gehe auch mal davon aus, dass es jetzt natürlich mit nochmal 4 Wochen ein bisschen unruhiger werden wird im Lande, denn bis jetzt war es relativ ruhig. Klar, wir haben viele Überfälle, wir haben viele Räubereien und so weiter, aber die Bevölkerung war relativ ruhig. Es war viel Tumult vor einigen Hotels, wo Gehaltszahlungen gemacht werden sollten und es gab kein Geld mehr. Also da war schon einiges los, aber ich glaube jetzt, nochmal 4 Wochen, da wird also ein bisschen mehr Unruhe im Land eintreten und dann schauen wir mal, was also da passiert. So, weil es wird ja auch für unser einen, wird es jetzt ja auch so langsam dann schon reservemäßig, wird es ja dann auch schon eng. Und jetzt stellt euch mal vor, für den Dominikaner, der ja nur einen Bruchteil im Grunde genommen von dem verdient und von den Reserven hat, wie wir, wie soll der mit in der Regel Großfamilien, wie sollen die im Grunde genommen überleben mit 000 Einnahmen? Also das wird dann jetzt schon eine kritische Zeit, kann ich mir denken. Nichtsdestotrotz hat die Regierung auch jetzt hier für die nächsten 4 Tage, startend ab morgen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, verlauten lassen, dass sie in größeren Städten Hygieneaktionen durchführen werden. Das heißt also, die werden größere Parks, öffentliche Gebäude stellen, was auch immer, werden sie desinfizieren, werden Gesundheitstests durchführen in größeren Städten, um dieses Risiko der Infektion im Grunde genommen zu verringern. Ich bin mal gespannt, wie diese Aktion funktionieren soll. Keine Ahnung. Ja, also da lasse ich mich im Grunde genommen überraschen. Ne? Ja, so ist es. Und ich beobachte natürlich die ganze Welt und sehe natürlich, wie jetzt gerade Europa sich wieder öffnet, wie dort das normale, Anführungsstriche, Leben wieder versucht wird in Gang zu setzen. Und dann kriegst du natürlich hier so eine Nachricht, wo du denkst, oh meine Güte, jetzt freut man sich und jetzt kriegt man diesen Dämpfer heute. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich das Video im
Grunde direkt gemacht habe, dass ihr also aktuell auf dem Laufenden seid. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt die Tage wieder mal einen Livestream machen auf YouTube, habe ich mir gedacht. Und da könnt ihr wieder natürlich wie immer, wenn ihr wollt, also schon einige Fragen hier unten in die Kommentare reinsetzen, die euch interessieren. Und die werde ich dann versuchen, da im Livestream zu beantworten. Der wird vermutlich, ja, muss ich schauen, vielleicht am Sonntag sein. Ich muss am Sonntag natürlich ein bisschen was tun. Ich habe am Sonntag, Gott sei Dank, eine Online-Theorie-Lektion. Ich habe also drei aus meiner Dive-Community, die machen also mit mir einen Online-Kurs. Und da bin ich also dann erstmal online, wobei früh, aber schon beschäftigt. Also ich denke mir, so am frühen Abend bei euch, so 6, 7 Uhr bei euch, also 1 Uhr hier, 7 Uhr bei euch, denke ich mir, ist eine gute Zeit für einen Livestream, sofern das Internet funktioniert. Ja, das ist also meine Bedenken immer. Ja, das ist also mein Ziel. Plant das mal so ein bisschen ein für den Sonntag. Ansonsten für die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, das sind ja jüngere Leute, die Spiele spielen, bin ich ja meistens auch mal auf Twitch live. Gerade gestern, vorgestern war ich wieder dort für 2 Stunden. Das ist aber halt eine reine Gaming- und Chatting-Community, also das ist jetzt nichts für die Leute, die YouTube gewohnt sind, also da braucht ihr nicht auf Twitch schauen. Ich werde Sonntag, sofern alles gut funktioniert, für euch einen neuen Livestream auf YouTube machen. Also lasst euch ein bisschen ein paar Fragen einfallen. So. Ansonsten gibt es hier in der Dominikanischen Republik natürlich nichts groß Neues. Es sind immer noch viele Alkoholvergiftungen unterwegs, weil natürlich der Alkohol, der im Umlauf ist, wird immer noch verkauft. Und dann sterben auch viele, viele Leute an der Alkoholvergiftung, wenn du Methanol trinkst, ist logisch. Aber ansonsten hier bei Yehibe sowieso nichts Neues, alles beim Alten. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich sehe euch Sonntag. Und bis dahin. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund, je nachdem wann ihr das seht, gute Nacht, schlaft gut und bis demnächst. Tschüss, euer Uwe.